Elterngeld soll den Erziehenden ermöglichen, sich für eine Zeit lang voll und ganz dem Kind zu widmen. Es kann grundsätzlich bis zu 12 Monate geleistet werden, unter den Partnern frei aufteilbar, und unter bestimmten Voraussetzungen verlängert werden um 2 sogenannte Partnermonate, unter Umständen 4 weitere Partnermonate beim Elterngeld plus. Es umfasst zurzeit grundsätzlich 67% ihres vorherigen Nettogehaltes pro Monat, mindestens 300 Euro, 150 Euro bei Elterngeld plus, allerdings bis maximal zurzeit 1800 Euro. In den Fällen, in denen das Einkommen aus Erwerbstätigkeit vor der Geburt höher als 1200 Euro war, sinkt der Prozentsatz von 67% um 0,1 Prozentpunkte für je 2 Euro, um die dieses Einkommen den Betrag von 1200 Euro überschreitet, auf bis zu 65%. In den Fällen, in denen das Einkommen aus Erwerbstätigkeit vor der Geburt geringer als 1000 Euro war, erhöht sich der Prozentsatz von 67% um 0,1 Prozentpunkte für je 2 Euro, um die dieses Einkommen den Betrag von 1000 Euro unterschreitet, auf bis zu 100%. Eltern, die sich Erwerbs- und Familienarbeit partnerschaftlich teilen möchten, erhalten Unterstützung durch das Elterngeld plus. Damit wird die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gestärkt. Mit dem Elterngeld plus werden insbesondere Eltern angesprochen, die während des Elterngeldbezugs in Teilzeit arbeiten möchten. Sie bekommen, in maximal halber Höhe, doppelt so lange Elterngeld gezahlt. Auch wenn sie es nicht müssen, ist es dennoch im Sinne des guten Miteinanders von Vorteil, wenn sie die Elternzeit auch gemeinsam mit ihrem Arbeitgeber planen. Eltern, die sich für eine längere Kinderbetreuung entschieden haben und keinen geförderten Platz in einer Kindertageseinrichtung oder staatlich geförderten Kindertagespflege beanspruchen, können zudem Landeserziehungsgeld als Unterstützung erhalten. Das Landeserziehungsgeld beträgt für das erste Kind 150 Euro, für das zweite Kind 200 Euro und ab dem dritten Kind 300 Euro monatlich. Die Zahlungen mindern sich bei Überschreitung gesetzlich festgelegter Einkommensgrenzen des vorhergehenden Einkommens. Diese müssen bei ihrem zuständigen Landkreis oder kreisfreien Stadt beantragt werden.